Potenzialanalyse, was heißt das, was muss ich tun? Ich muss ganz ehrlich sagen, es war sehr anstrengend, aber tatsächlich auch sehr bereichernd. Man hat selber nochmal seine eigenen Stärken wiedergefunden und ich fand die ganz gut. Also auch das Feedback, was man danach bekommen hat, fand ich sehr hilfreich, um zu schauen, ne, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wo kann man noch, wo kann man sich noch weiterbilden. Also ich fand die wirklich sehr toll. Nach der Analyse wurden dann Fortbildungen angeboten, mehrere verschiedene Arten und dann konnte man sich dann dafür anmelden und dann habe ich auch ganz viele Weiterbildungen besucht und die haben mir wirklich sehr weitergeholfen.